Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. DS. Im letzten Part ging es weiter hier in der dritten Welt, die sich von einer Strandwelt zu einer Dschungelwelt gewandelt hat. Und im Dschungelabschnitt lief es beim letzten Mal nicht so wirklich gut. Ich habe ziemlich oft gefailt an blöden Stellen und heute wird es aber wieder besser laufen, weil ich anscheinend immer abwechselnd gut und abwechselnd schlecht bin. Deswegen heute wird es gar keine Fails geben. Auf gar keinen Fall. So, los geht's mit 3C. Das könnte sogar jetzt wieder ein Strandlevel sein, laut Karte. Mal schauen. Ja, Wasserlevel. Skeeter Coast ist das. Ach Gott, mit den Vollidioten da. Ich hasse diese Gegner. Mal gucken. Aber ich glaube, die Hammerblume ist ganz cool. Weil wenn man unter denen ist, dann kann man mit einer Feuerblume halt nicht viel machen. Weil ich halt mit den Feuerbällen nicht nach oben schießen kann. Die Hämmer aber schon. Deswegen, auch wenn ich unter denen bin, dann kann ich sie trotzdem von unten aus vom Wasser abschießen. Deswegen will ich hier auf jeden Fall die Hammerblume behalten. Die ist hier deutlich besser, glaube ich. Okay, die müssen mir auch teilweise den Weg frei machen. Ich verstehe. Also ich darf die nicht sofort nur besiegen. Ich muss erstmal gucken, ob ich eventuell die Hilfe von einem gebrauchen kann. Ja, zum Beispiel hier. So, mach mal auf. Ja, und? Rauskacken, dankeschön. Okay, das reicht. Passt. Kann ich hier rein? Kann man sogar auch, okay. Schauen wir uns erstmal die Röhre an. Okay, ein kleiner Bonus. Ein Herz, yay. Mit noch mehr Münzen, yippie. Einfach nur ein kleiner süßer Bonusraum. Warum nicht? Wir haben beim letzten Mal ja auch ein paar Leben verloren. Also tut's ganz gut, hier wieder ein paar zu bekommen. Achso, die Felsen kommen sogar auch wieder, okay. Das ist wahrscheinlich hauptsächlich dafür da, um den Gegner zu respawnen. Das ist auch ganz cool. Das finde ich ziemlich cool. Dass hier direkt neben dem Gegner halt dann so eine Respawn-Röhre quasi ist. Das ist, glaube ich, wirklich die Hauptfunktion von der Röhre. Gar nicht unbedingt die Münzen, die man da bekommt, sondern dass man den Gegner wieder resetten kann, wenn man den zu früh besiegen sollte. Aber ich habe nicht erwartet, dass die Steinblöcke auch wieder kommen. Aber okay, werde ich mir merken. Aber das ist wirklich schön, dass da direkt daneben eine... Lol, das war cool. Das wollte ich gar nicht. Geschmissen und dann direkt abgeworfen. Dass er direkt daneben eben eine Reset-Röhre ist, weil man ansonsten das Level halt nochmal neu spielen müsste, wenn man das verkackt. Also, das ist schönes Level-Design. So, Unterwasserabschnitt. Auch hier ist die Hammerblume besser, weil ich schneller bin. Also, ist, glaube ich, wirklich eine sinnvolle Wahl hier, bei der zu bleiben und nicht auf die Feuerblume zu wechseln. Okay, also die können sich jetzt nicht bewegen. Deswegen, wenn nicht direkt unter denen irgendwie Steine sind, also Steinblöcke, dann kann ich sie besiegen. Weil dann können die mir auch nichts aufmachen. Und dann sind sie eher eine Gefahr als eine Hilfe. Und dann kann ich sie sofort ausschalten. Okay, die bewegen sich jetzt schon, aber nur minimal hin und her. Ja, okay. Und währenddessen kommen noch die anderen Cheep-Cheeps da. Kann ich eigentlich die Bomben kaputt machen von denen? Nee, okay, da gehen meine Hämmer durch, schade. Wäre vielleicht auch ein bisschen zu krass. Aber die Hämmer können ja einiges kaputt machen, was man normalerweise nicht zerstören kann. Also wollte ich es mal austesten. Andererseits haben wir auch schon Dinge gesehen, die nicht von den Hämmern zerstört werden können. Lakitus zum Beispiel, aber Feuerblumen oder halt Feuerbälle schon. Aber Hämmer irgendwie nicht, aus irgendwelchen Gründen. Und hier war jetzt keine Starcoin oder wie? Wirklich? Hm, so ein ganzer Unterwasserabschnitt ohne Starcoin. Okay. Also das Level geht ja noch ein bisschen. Aber fühlt sich trotzdem irgendwie nicht gut an. Es war bisher aber meistens, sogar wirklich fast immer, glaube ich, so, dass wir... Okay. Dass wir die zweite Starcoin erst nach dem Checkpoint gefunden haben. Ja, Moment. Das ist natürlich sehr auffällig, da oben. Schaffe ich den Sprung von hier aus? Warte mal, was macht der? Ah, okay. Ich verstehe. So. Schön zurückgehen. Vielleicht kann man da rechts auch noch was machen. Aber erstmal hier, genau, finden wir die zweite Starcoin. Die war sogar direkt beim Checkpoint. Die war sogar, glaube ich, noch theoretisch links vom Checkpoint, oder? Also wenn man jetzt vom Checkpoint aus eine Linie nach oben zieht, ich glaube, die war noch links davon. Also war sie doch vor dem Checkpoint. Naja, nicht ganz. So, wir erhöhen mal. Und gucken, was wir jetzt da rechts machen können mit dem erhöhten Wasserstand. Ah, okay, muss man sogar machen. Also muss man gar nicht unbedingt. Man könnte auch mit Wandsprüngen oder mit einem Sprung vom Gegner weg da hochkommen. Aber man soll das auf jeden Fall so machen. Ja. Wie habe ich das gerade eben jetzt gemacht? Warte mal. Bam! So, das ist ja voll stylisch. Abwerfen und dann direkt danach einen Hammer. Da kann man den Panzer einfach in der Luft kaputt machen. Mega cool. Bam! Super stylisch. So, und da unten ist eine Röhre. Da will ich rein. Mhm. So, noch ein Bonusraum. Okay. Aha. Bitte mittig aufmachen. Der könnte sogar schon passen. Ja, der passt. So, vielen Dank. Und tschüss. Erst hilft er mir und dann bringe ich ihn um. Wunderbar. Okay. Dann haben wir hier alles. Secret Exit gibt es hier auch keinen. Deswegen können wir dann gleich schon das Level beenden. Im nächsten Level, das wir spielen werden, beim Geisterhaus, da wird es aber einen Secret Exit geben. Weil es in Geisterhäusern immer Secret Exits gibt. So. Das ist komisch, dass man manchmal nur einen Pilz bekommt irgendwie.
Das ist wie in den Anfängen von Mario Maker, wo das ja auch noch nicht ging, so Fortsetzungs-Items quasi zu setzen. Bisschen komisch irgendwie, aber na gut. So, okay. Und dann sind wir, glaube ich, gleich schon da. Ja. Sehr gut. Phew, made it! Wunderbar. So, das war ein schönes Level. Und bevor wir das Castle machen, natürlich zuerst das Geisterhaus. Wo wir dann auch mit Secret Exit zur Kanone hinkommen, die uns wieder zu einer neuen Welt hinschießen wird. Ja, der Megapilz ist eigentlich nicht wirklich für ein Geisterhaus geeignet, glaube ich. Ich spiele das Level erstmal und ich muss ja eh zweimal spielen und vielleicht ist es ja doch geeignet, dann könnte ich beim zweiten Playthrough durch das Level den Megapilz nehmen. The House of Blocks ist es. Ah, okay, wenn viele Blöcke vorkommen, dann ist der Megapilz doch gut. Mal schauen. Okay. Ja, die Hand zeigt da drauf. Ich soll da durchgehen. Ich will eigentlich hier auch nicht wechseln, weil mit der Feuerblume kann ich Behus nicht besiegen, mit dem Hammer aber wahrscheinlich schon. Doch kann man, ich glaube, die kann man davor schon mal besiegen, nämlich, ja. Die Musik übrigens. Ja, die kenne ich. Ja, komm. Ja, kann ich. Ah, ich kann es aber gerade nicht zuordnen, leider. So, ist es doch eine vom Newer-Team wieder neu komponierte? Nee, ich glaube, die ist... Also es kann ja sein, dass ich die... Also die kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, die Musik. Aber es kann ja sein, dass mir die halt aus Newer Wii bekannt vorkommt. Das war zum Beispiel... Wii! Habt ihr mir jetzt auch schon geschrieben, bei dem Musikstück Unter Wasser was spielt. Die kam mir ja auch bekannt vor. Und die kam mir halt deswegen bekannt vor, weil die in Newer Wii auch schon gespielt hat. Das ist auch eine neu komponierte, die nicht aus einem anderen Mario-Spiel ist. Und es kann ja sein, dass es hier auch so ist. Das ist übrigens ein sehr cooles Level. Ne, ich treffe den mal. Was ist da drin? Okay, ein One-Up. Ah, jetzt aber. Was? Die kenne ich auch. Die kenne ich sogar noch hier. Mann, ich bin aber so schlecht in Musik zuordnen. Aber hat sich die Musik jetzt geändert zwischendurch? Oder ist es sogar ein Mashup von verschiedenen Musikstücken hier oder wie? Ah, was ist denn das? Mann! Yoshi's Island wieder. Ja. So. Das Castle Theme, glaube ich, aus Yoshi's Island. Den kann ich noch nicht besiegen, interessanterweise. Okay. Also Yoshi's Island ist sehr beliebt beim Newer Team, was die Musik angeht, aber kann ich verstehen. Gebe ich Ihnen recht, aber das war am Anfang nicht das Castle Theme, oder? Das hat sich zwischendurch geändert. Oh Gott. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob so, aber das ist schon das. Nee, aber ist es das Castle Theme? Doch, ist es, ja, ist es. Ja, okay. So, weiter geht's. Wir haben ja hier auch keine Karte in Geisterhäusern, deswegen weiß ich nicht, wie weit ich schon vorangeschritten bin. Und wie viel noch kommt. Hier ist sonst gar nichts mehr, wirklich? Ja, okay. Dann gehen wir weiter. Okay. Die zeigen mir doch einen unsichtbaren Block an, oder? Ja, genau. Was habe ich jetzt da erscheinen lassen? Die Tür? Bin mir nicht sicher, scheiße. ich hoffe, der Schalter kommt wieder. Muss er ja eigentlich, wenn es die Tür war. Ja, okay, ja. Ah, okay, wird sogar hier per Münzen angezeigt. Ganz ruhig bleiben. So. Ja, das ist auch ein richtig cooles Level. Okay. Aber ich müsste mal jetzt wieder eine Starcoin finden. Ist auch übelst lang, das Level. Weil wir waren jetzt schon in voll vielen Räumen. Und viele, viele Geisterhäuser aus dem Hauptspiel waren irgendwie ziemlich kurz. Und hier gibt es Milliarden Räume schon. Aber finde ich cool. So. Ja, hier der Abschnitt jetzt bei der Musik. Ne, okay, ist es schon auch. Aber es ist halt sehr stark geremixed. Aber ist schon auch das Castle Theme aus Yoshi's Island. Okay, okay. Okay. Bin mir nicht sicher, was der Schalter jetzt überhaupt gemacht hat. um ehrlich zu sein.
Aber so gut ist übrigens der Megapilz dann doch nicht für das Level, weil ich brauche ja die Blöcke oft als Plattformen. Und mit Megapilz zerstöre ich die halt. Deswegen ist das dann nicht so toll. Okay, ich habe eine Starcoin verpasst. Aber das ist wahrscheinlich der Secret Exit. Und das ist okay, weil wenn beim Secret Exit eine Starcoin ist, dann ist es eigentlich fast immer die dritte. Und deswegen dürfte es okay sein. Und die zweite dürfte noch im Hauptlevel quasi kommen, danach halt. Hoffe ich mal. Okay. Aber wir spielen es auf jeden Fall gleich nochmal und werden dann den normalen Exit hoffentlich auch finden. Und auch die zweite Starcoin noch. Ich nehme jetzt mal trotzdem den Megapilz schon mal mit und dann kann ich ja entscheiden, ob ich ihn dann irgendwo im Level benutzen will oder nicht. Ich könnte ihn auch notfalls dann im Castle benutzen. Das wäre ja auch okay. Aber ja. So. Ich nehme mal kurz mit. Let's go! Wahrscheinlich will ich aber die Hammerblume einfach behalten, weil die halt in Geisterhäusern richtig gut ist. Da ist die auf jeden Fall das beste Item, würde ich sagen. Ja. Also deutlich besser als Feuerblume. So. Yay. Stirbt Holzwaffe, okay. So, dann gleich wieder rein. Let's go! So, dann versuche ich jetzt am Anfang ein bisschen schneller durchzurennen. Durch das Level. Wir dürften da hoffentlich ja auch alle Secrets mitgenommen haben. Am Anfang. Ja, ja, hier rein. Okay, ja, und hier am Anfang doch, das ist schon auch die Castle-Musik. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es zwei verschiedene Castle-Musikstücke aus Yoshi's Island gab. Einmal für das Mid-Castle und für das End-Castle einer jeden Welt. Ist das so? Da bin ich mir gar nicht sicher. Aber es ist eins von beiden. Und wenn es nur ein Castle-Theme gibt, dann ist es halt das. Glaube ich. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wie so oft. So, was war jetzt da nochmal drin versteckt? Da war, glaube ich, ein Starcoin einfach. Genau, da kam ich dann da oben raus. Genau, das war der Raum mit der Schlucht und den ganz vielen Blöcken, die runtergehangen sind, wo ich halt dann zu Starcoin hin musste. Genau, okay. Also, wenn man die Bonusräume auslässt, dann ist das Level schon relativ kurz. Aber mit all den Bonuswegen, die es gibt, da gibt es wirklich einiges zu entdecken. Okay. So, ja, komm. Da ist er doch. Hallo. Bin ich wirklich zu niedrig? So, jetzt, okay. Ja, komm. Ach, Mann. So, okay. Das war mit Luigi echt einfacher, den Block da auch zu treffen. Weil Luigi konnte den Block halt von unten aus treffen. Und Mario musste halt auf die anderen Blöcke raufgehen, um den zu erwischen. So, halt an. Komm. Genau, also ich kann ja anhalten, indem ich halt dagegen springe. Aber es ist halt gar nicht so einfach, da dagegen zu springen. Okay. So, was hat der Schalter eigentlich jetzt gemacht? Ah, okay, der hat da Blöcke erscheinen lassen, damit ich dann eben hochkommen kann zum Secret Exit. Okay, ja. Macht er noch was anderes, ist die Frage. Hier irgendwo? Nein, okay. Aber hier ist noch was. Oh Gott. Okay. Auch Knochentrocken kann ich mit dem Hammer besiegen. Das ist ziemlich nice. Dann die kommt noch, oder? Die zweite Starcoin. Richtig? Weil die Logik ist doch, zumindest in den Haupt-NSMBs ist es, glaube ich, so, wenn eine Starcoin beim Secret Exit ist, ist es immer die dritte. Glaube ich. Oder? Ja, okay. Puh. Aber da kam ich jetzt ein bisschen ins Schwitzen. Ja, ich würde ihn schon mal anhalten erstmal. Also, ja, vielleicht wäre es sogar besser, wenn ich ihn nicht anhalte. Und wenn ich halt versuche, drauf zu gehen, während er noch am Durchdrehen ist, genau, und dann von links oben halt abspringen. Okay. Aber es würde, glaube ich, auch gehen, wenn man ihn anhält. Wenn ich halt dann das Trampolin draufstelle auf den Block und ich dann hier so abspringe. Das hätte, glaube ich, auch gereicht. Ja, ist aber knapper. Also ist schon besser, wenn man drauf geht, während der noch am Ausrasten ist. Und da kann man auch besser an die Fahnenstange hin. Also sollte man eigentlich so machen. Warte mal. Moment. Yay. Relativ weit oben. Passt. Oh yeah, Mario Time. Sehr gut. So, wir benutzen die Kanone auch gleich wieder und schauen, wo wir hinkommen. Ist doch schon ein kleiner Spoiler, aber für mich ist das gar kein Spoiler. Ich freue mich dann eher schon drauf auf die weiteren Welten, wenn ich schon weiß, was da los ist. Und ich habe noch kein Level gesehen. Ich sehe ja nur, wo die mich ungefähr hinschießen, was da so ungefähr dann das Weltenthema sein wird. Deswegen, ich freue mich da drauf, schon mal kurz sehen zu können, wo wir jetzt hinkommen werden. Zu welcher Welt und was für eine Welt ist. So. Wuhu! Nämlich
Welt 7, eine Wolkenwelt. Oh, mit dunklen Wolken aber. Dunkle Wolken ziehen auf. Aber sonst sieht es sogar auch relativ standardmäßig aus. Gar nicht so sehr verändert. Ja, so ein paar dunkle Wolken eben. Aber eigentlich nur bei zwei Leveln. Nur bei dem hier und beim Castle. Okay, Turm sieht auch noch normal aus. Also hier hat sich gar nicht so viel getan. Genau, ich will jetzt mal kurz was austesten, weil auf dem Touchscreen kann ich ja die Welten ändern. Aber da steht, dass ich auch anstatt zu drücken, Select drücken kann. Das will ich mal kurz austesten. Ah, da habe ich nämlich ein Weltenmenü, wo sogar die Starcoins angezeigt werden. Ah, das ist cool, das ist cool. Ja, und auch die Level, die ich halt schon geschafft habe und wie viele Starcoins es insgesamt gibt. Wir haben 75 schon von 240. Ja, also einige fehlen noch, aber einige haben wir auch schon. Yay! Genau, okay, dann will ich aber nach Welt 3, kann ich jetzt A drücken, um zu Welt 3 zu kommen? Okay, das ist cool, dann muss ich da den Touchscreen auch gar nicht benutzen. Dann kann man das alles hier per Knopfsteuerung machen. Okay, nice. So, dann letztes Level hier aus Welt 3, das Castle. Los geht's. Let's go! So, nämlich Overgrown Armory oder so. Ich lass mal Mario noch. Perfekt. Bleib mal Panzer. Okay, nee, doch nicht. Okay, ich glaube, hier ist Megapilz vielleicht sogar echt ganz gut. Das sieht auch übrigens sehr krass aus, visuell schon mal, mit den ganzen Randen am Hintergrund und so. Das gefällt mir. Und scheint auf den Stahlkugeln aufzubauen. Da war aber was, Moment. Ich habe das gesehen, da war was. Irgendwas hat da geglitzert. Mhm. Sehr schön. Okay, also immer wieder auch zurückrennen eventuell, wenn mich da so eine Stachelkugel verfolgt. Okay. Aber hier will ich jetzt aber nicht nehmen. Aber wenn gleich nochmal so ein Abschnitt kommt mit sehr vielen Stachelkugeln, dann ist Megapilz ziemlich gut. Weil ich hoffe jetzt mal, dass ich mit Megapilz die kaputt machen kann. Würde mich sehr wundern, wenn es nicht so wäre. Mit Megapilz kann ich ja eigentlich alles kaputt machen, so ziemlich. Die würden einbrechen, diese Plattformen, wenn eine große kommen würde. Ja, da zum Beispiel. Passiert da sogar was, wenn wir da nach unten gehen? Ich bin mir jetzt fast, ich meine, eigentlich so rein logisch betrachtet, müsste da jetzt ein Secret sein. Weil es gibt keinen Grund, warum es ansonsten da wäre. Weil hier links von Mario ist eine normale Schlucht und da wären sie einfach so reingerollt, die Stachelkugeln, und dann wären sie auch weg. Und hier sind sie halt jetzt noch einen Meter davor schon verschwunden. Aber das hat keinen anderen Grund, irgendwie. Hm. Ach komm, warum? Hä, das ergibt aber keinen Sinn dann. Das ergibt wirklich keinen Sinn. Da hätten Secrets sein müssen. Hm. Na gut. Ja, dann hätten wir das aber auch weglassen können. Weil wie gesagt, die wären ja eh kurz danach dann in die Schlucht gefallen. Das ist auch im Prinzip nicht aus Schwierigkeit gemacht oder so. Aber man könnte ja argumentieren, dass wenn man zu langsam ist, dass halt dann mehr Schluchten entstehen, auf die man aufpassen muss. Aber das kann da ja gar nicht passieren, weil die ja mega weit rechts von einem sind. Die großen Stachelkugeln. Deswegen, das ist auch kein Problem. Hm. Naja, was so ist. Da war ich mal neugierig und werde sofort bestraft. Bin ich halt nicht mehr neugierig in Zukunft. Na gut. Jetzt habe ich übrigens die erste Sache mit Caster Chemie, weil ich vergessen habe, zurückzulaufen. Moment. Ja, hervorragend. Und ich werde wieder ungeduldig. Yippie. Lieben wir das nicht alle, wenn ich ungeduldig werde? So, let's go. Mann, ey. Trotzdem aber sehr cooles Level, auf jeden Fall. Kann ich das irgendwie schneller machen, wenn ich da jetzt meinen Megapilz gleich nehme? Ich meine, es ist halt ein bisschen eng hier auch, weil die Decke ist immer relativ tief. Deswegen kann ich eventuell den gar nicht so gut benutzen. Ich will mal testen, was passiert, wenn ich den jetzt hier verwende. Warte mal. Aber ich komme, glaube ich, gar nicht nach rechts rein, oder zu groß. Genau, und wenn man zu groß ist, dann verwandelt man sich wieder zurück. Und der Megapilz wird wieder gespeichert. Kann ich das irgendwie auslösen? Aber links bleiben. Ja, scheiße. Vielleicht würde es gehen. Ja, egal. So. Jetzt aber bitte keinen Scheiß mehr machen. So, okay. Ja. Ich könnte es mal. Ich könnte es hier austesten. Das muss auch vom Timing her dann genau passen. Ja, nee, das ist zu schwierig. Vor allem, wenn ich klein bin. Nee, ich lasse es. Okay. So. Da oben war ja auch nichts. Muss ich also nicht nochmal mitspringen. Passt. Okay, ja, okay, hier. Das habe ich nicht gesehen. Hier sind auch Steinblöcke gewesen.
Okay, ja, dann war es dumm von mir, da nach unten zu springen. Sehe ich ein. Okay. Aber das hab ich nicht gesehen. Ich dachte, da wäre von Anfang an der Sturz gewesen. Und dann wäre schon so, dass man denken könnte, dass hier ein Secret ist. Aber dadurch, dass hier bei beiden das ist, ist es dann nicht besonders. Und deswegen, okay, ja, meine Schuld. Wie so oft. Alter, ich bin... Das kann nicht sein. Das ist so schlimm. Wenn ich einfach ein einziges Mal in einem Level sterbe, dann sterbe ich noch 50 weitere Male, weil ich so unkonzentriert bin und nur Scheiße mache. Warum ist das eigentlich bei mir so? Warum kann ich denn nicht einfach mal irgendwie in jedem Level exakt einmal sterben, anstatt entweder 0 Mal oder 50 Mal in einem Level? Das gibt's nicht. So, ich mache jetzt trotzdem einen Speedrun durch das Level. Wird bestimmt klappen. Nee, aber genau das ist immer mein Problem, dass ich dann zu hektisch spiele, wenn ich nicht vorsichtig bin, wenn ich ein Level mehrmals spielen muss, weil ich halt schnell wieder an die Stelle zurückkommen will, wo ich gerade gestorben bin. Und das wird dann aber zu nur noch mehr Fails. Aber ich kann das einfach nicht lernen, dass ich immer noch auch bei weiteren Versuchen vorsichtig spielen muss. Das kann ich nicht. Und das werde ich auch niemals können. So, komm, beeil dich. Ist auch nicht so schwer bisher eigentlich, das Level. Also... So. Okay, hier ist nichts mehr. So, und jetzt kommt halt auch gleich der Checkpoint. Ich bin halt jetzt 50 Mal vom Checkpoint gestorben, ne? Mann, 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 ey. Unfassbar. So, okay. Weiter geht's. Und jetzt... Ach du Scheiße. Okay. Aber auch gute Idee. Jetzt keine Fails mehr. Die Frage ist, ob ich hier dann sogar auch gleich zurücklaufen muss, eventuell. Nach links. Das wäre ein ziemlich weiter Weg. Aber könnte ich mir sogar vorstellen. Oh Gott. Für ein ganz, ganz fieses Secret. Runter, runter. Nee, nicht runter. Ich dachte, wenn der schon den Weg aufmacht, dass ich da irgendwie unten rein muss und dass dann noch von da unten eine Stachelkugel angeholt kommt, die mir da die Starcoin aufmacht. Einfach von oben reinzugehen, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Ich bin klug übrigens. Ich bin sehr, sehr klug. Wusstet ihr das schon? Ist mir ein bisschen peinlich gerade. Ehrlich gesagt. Ein bisschen peinlich. Naja, so ist es. So, jetzt aber keine Facebook. Ja, ich werde trotzdem aus Neugier dann einfach gleich nochmal zurücklaufen. Das war eben ein sehr weiter Weg. Aber ich will es trotzdem wissen. Das ist echt ziemlich eng hier, wenn da die Kurven gewechselt werden. Mit den Stachelkugeln. Ich kann es eigentlich schaffen, eine von beiden zu despawnen, wenn ich so ganz nach rechts gehe und auf die Kamera. Nee, schon. So. Hä, what? Alter, aber jetzt wurde ich aber auch verarscht. Jetzt kommt eine Trollstelle einfach auch noch. What? Da gehen die Blöcke dann einfach weg. Okay, also ich muss da rein und sofort wieder raus. Ich dachte halt, ich könnte links von der Stachelkugel landen, damit ich dann gleich auch anfangen kann, zurückzulaufen. Okay, aber jetzt habe ich mal... Ich meine, ich kann es ja auch so machen, ne? Man kann das Level... Das ist halt ein bisschen schade an dem Prinzip. Man kann es halt kaputt machen. Das Prinzip vom Level, wenn man halt... Okay. Wenn man halt am Anfang Schaden nimmt. Ich weiß auch nicht, was ich gerade mache. Das ist gerade eine ziemliche Shitshow, was hier gerade passiert. Irgendwie finde ich es jetzt auch wieder ganz witzig. Weil jetzt ist mittlerweile schon sowas von peinlich, dass es jetzt wieder witzig wird irgendwie. So, ich spiele das Level normal. Jetzt habe ich ja gesehen, dass da am Anfang links nichts mehr ist. Jetzt kann ich es ganz normal zu Ende spielen. Und jetzt werde ich keine Fehler mehr machen. Und alles wird gut. Ach Mann, ey. Ja, meine Theorie war ja eigentlich, dass ich in jedem zweiten Part schlecht bin und in jedem anderen zweiten Part gut. Theorie stimmt nicht. Denn ich bin in diesem Part und auch im vorherigen Part sehr, 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 sehr schlecht. So, aber jetzt gleich weiß ich, was ich tun muss. Starcoin nehmen und gleich wieder raus. So. Okay. Habe ich eigentlich... Achso, okay. Ist es so, wenn man... Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wenn ich einen Checkpoint einsammle mit Yoshi-Coins und ich sterbe, dann zählen die Yoshi-Coins vom Anfang nicht mehr. Das war, glaube ich, so. Stimmt. Deswegen muss man alle Yoshi-Coins am Stück halt sammeln in einem Run, wenn man die haben will. Aber das war die fünfte, bin ich mir recht sicher. Also wir haben da alle von denen gefunden. Ach, Scrolling-Abschnitt auch noch? What? Okay. Mann, schlecht. So, wo ist die letzte Starcoin? Oh Gott. Ja, so einfach ist es doch nicht, das Level.
knapp. Ich muss gleich irgendwie schnell reagieren für die Starcoin. Und das werde ich nicht schaffen. Doch, werde ich okay. Die hätte man sogar auch noch bekommen können, wenn man halt Schaden in Kauf nimmt. Aber es ist natürlich besser, keinen Schaden in Kauf zu nehmen. Okay. So, dann Bosskampf. Ist es der normale Wasserboss? Sieht so aus. Ja, der große Cheep-Cheep einfach. Okay. Das ist interessant, dass die Reihenfolge dann manchmal geändert wurde von den Bossen. Aber nicht immer. Und zack. Ich mache sogar mit Stampfattacken, glaube ich, damit es schneller geht. Weil, hat glaube ich nichts Besonderes für den Boss. Okay. Oh yeah, Magnetine. Sehr schön. So, damit haben wir Welt 3 beendet. Und dann würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play New Super Mario Bros. DS. Beim nächsten Mal wird es dann in Welt 4 weitergehen, in einer Gruselwelt. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Und es wird in der nächsten Welt besser laufen. Hoffentlich zumindest. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.